Dennis Mann und Jule Polanski beenden jetzt eine Ruhestörung in Köln-Niehl. In einer WG findet eine lautstarke Party statt. So, Tag zusammen. Was ist los? Ich denke, man könnte euch denken, sei ein bisschen laut. Ja, das ist doch schade, Junge. Das ist übertrieben. Was feiert ihr denn hier? Wir hatten gestern eine schöne Klausur und das wollen wir jetzt mal zusammen feiern. Okay. Ja. Wollen Sie vielleicht mitmachen? Habt ihr jetzt schon bestanden? Ja, wäre optimal. Jawohl. Wir haben noch genug zu trinken. Also ihr könnt ja gerne feiern, ihr könnt auch trinken, nur ein bisschen Rücksicht auf die Nachbarn nehmen, ne, weil zu später Stunde... Ja, wer hat sich denn beschwert? Ist doch alles gut. Wir haben ein paar Anrufe bekommen, also so ist es nicht. Ne? Also von unserer Seite könnt ihr das gerne machen. Wer wohnt hier von euch? Ich wohne. Die zwei. Ich krieg von euch einmal einen Ausweis, nur dass wir wissen, wer hier wohnt. Jo. Wenn wir nochmal wiederkommen sollten, dann. Ihr seid nur Freunde? Seid ihr unsere Ansprechpartner? Nein, ich habe mich hier beworben für die Wohnung. Beworben? Ja. Okay. Und keine Klausur geschrieben. Nee, keine Klausur geschrieben. Aber finden Sie schon mal gut hier, das Partyvolk. Passt zu Ihnen? Ja, doch. Okay. Ja. Und Sie, haben Sie auch hier beworben oder sind nur. Nee, ich bin nur Freunde? Cool. Hey, okay. Jungs, Diana. Ja, hat irgendeiner mein Portemonnaie gesehen? Bin mein Portemonnaie auch gerade nicht. Habe ich das gerade eben hier auf den Tisch gelegt? Ich dachte, ich wüsste. Ich habe es auf den Küchentisch gelegt. Warte, das ist doch noch dahin. Ah, siehst du? Können wir uns mal kurz umgucken, wie viele... Ich habe sogar dabei. Sie haben Ihr Portemonnaie dabei. Immer. Wie sieht das Portemonnaie dann aus? Im Gesetzbuch steht, ich bin ausweispflichtig. Ich kann mich wirklich gerade nicht ausweisen. Ich weiß nicht, wo mein Portemonnaie ist. Wann haben Sie das denn das letzte Mal gehabt? Ja. Vor maximal einer Stunde. Sie wohnen doch, hier haben Sie bestimmt irgendwas, wo der Name draufsteht, oder? Ja, ist alles im Portemonnaie. Ey Leute, das ist nicht witzig, wo ist mein Portemonnaie? Deins auch weg? Ja. Ja, was ist denn los gerade? Ja, wer war denn heute alles hier in der Wohnung? Wenn Sie sagen, Sie haben hier so Bewerbung laufen. Ja, wir haben ja so ein bisschen Bewerbungsmarathon gemacht. Ja. Ja, genau, sie war noch da, davor war noch eine andere Bewerberin da und jetzt haben wir eigentlich noch so ein bisschen mit denen gefeiert. Also es kann nicht sein, dass jetzt einer der Bewerber das mitgenommen hat. Lag das offen hier rum? Nee, Quatsch. Ja, aber also, von euch wird das doch keiner machen. Heute da, so, die wollen auch beide die Wohnung haben, so, was sollen die? Ich weiß es nicht. Der Student hat sein Portemonnaie zuletzt in der Küche gesehen. Jule Polanski und Dennis Mann wollen deshalb dort nach Spuren suchen. Kim, das ist die andere Mitbewerberin? Genau. Hier, die Kim. Okay. Die war auch bis gerade hier, aber die ist eben losgegangen, Zigaretten holen. Ja, die kommt jetzt auch wieder. Also ja, denke. Hat die vielleicht das Portemonnaie mitgenommen? Genau, haben sie dir vielleicht irgendwas in die Hand genommen? Ich kann es mir am besten nicht vorstellen. Nee. Ich kann es mir bei ihr auch nicht vorstellen. Irgendwas ist ja auf jeden Fall faul. Ja, das ist schon mal komisch, wenn beide Portemonnaies weg sind, selbst. Oder? Hast du denn sonst noch alles? Also ihr beide wohnt hier. Hast du noch sonst alles? Du bist ein Kumpel. Tasche mit irgendwas? Nee, nicht Steine, sondern Rucksack irgendwie. Ey, du einen Rucksack mit? Ja. Dann mach einfach mal einen Rucksack auf, dann haben wir das schon mal ausgeschlossen. Wo ist mein Handy? Auch weg. Handy ist auch weg. Handy ist auch weg. Wir können gerne reinschauen. Darf ich einmal reinschauen? Ohne Witz, so, wer verarscht uns hier gerade so? Achso, dann ruf doch mal hier bei ihm auf dem Handy an. Das kann nicht wahr sein. Ich ruf dich mal an, warte, vielleicht erreicht dich. Mach mal bitte. Ein Samsung? Hä? Ja. Hey, was? Ein Moment, darf ich erst mal... Das ist mein Handy! Ja. Was macht das in deiner Tasche? Ich hab das nicht da reingetan, ich hab keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie das da reinkommt. Leute. Und noch ein Portemonnaie. Jawohl, hier! Hä? Was macht das in deiner Tasche? Wollt ihr mich verarschen? Oh. Hey, das kann gar nicht sein, oder? Ich gern von Ihnen auch mal den Ausweis einmal. Ne? Ich denke mal, dass das... Ey, du kannst das doch nicht so hintergehen. Ich war das nicht, hallo? Erklär das mal bitte. Ihr Telefon? Keine Ahnung. Überleg doch mal, glaubst du wirklich, die hat das getan? Ich nehme mal ihren Ausweis aus dem Portemonnaie. Guck dir doch die süßen Gesichter. Das kann doch nicht sein. Ich kann es mir auch ein bisschen, wenn ich auch schon das was Ich weiß auch nicht, wie das da reingekommen ist. Habt ihr die ganze Zeit zusammengehockt? Ja, wir waren einmal kurz unten rauchen. Ja, so, dann war, zusammen? Alle zusammen? Ja, also, nein, nur, alle außer nur Robin, Jan und ich. Okay. So, Diana ist oben geblieben. Aber Diana kann sich ja nicht. Okay.
Ja, gut. Ja, die war aber es war ja nur die Kim, die Kim war da. Ja, die war mit uns rauchen. Ja gut, aber warum, also ich verstehe nicht ganz, warum, wenn sie das geklaut haben sollte, warum sie es dann ihr in die Tasche macht. Ja, deshalb. Also verstehe für mich ist es leider relativ eindeutig, deshalb, wir werden es erstmal so aufnehmen, wenn sie natürlich im Nachgang noch irgendwas feststellen können, sie das gerne noch zu Protokoll geben. Ihre, hey! Was denn jetzt? Das ist dein Auto! Was ist denn jetzt schon wieder? Da die Alarmanlage gerade erst losgegangen ist, könnte der Täter sich noch in der Nähe aufhalten. Und tatsächlich fällt den Polizisten schnell eine verdächtige Person auf. Hallo, die junge Dame. Bleiben Sie mal gerade stehen. Hallo. Die Dame mit dem... Sie kenne ich doch. Ich habe doch schon ein Foto von Ihnen gesehen. Ja, das ist doch Kim. Kommen Sie einmal rüber, dass wir nicht gerade auf der Straße stehen. Einmal mit rüberkommen. Komplett interessant. Alter, seid ihr bekloppt oder was? Ich bin so, mit meinen Pfoten da weg. Ist das nicht die junge Dame? Oh, Schatz, fett weg. Was passiert? Alter. Keine Ahnung, bis gerade war es noch nicht. Okay. Er kann nicht wahr sein, ey. Ja. So, mal kurz, das ist doch die junge Dame, die ich oben am Foto gesehen habe, oder? Sie sind die Kim, richtig? Ja. Gut, dann haben wir das schon mal geklärt. Hast du die Zigaretten mitgebracht? Sie wollen Zigaretten kaufen? Ja, kommst einfach von der Straße, ich stehe ungern auf der Straße. Ne? Ja, ich hätte mich verlaufen, ich kenne mich hier nicht so gut aus. Oh, bist du dumm, Alter. Warum humpeln Sie denn so? Haben Sie so gerade umgeknickt? Ich hatte gestern eine Sportverletzung, deswegen humpel ich. Okay, ja. Alles klar. Hey, warte, wieso? Du hast doch gerade noch nicht gehumpelt. Doch, so. Das ist vielleicht nicht aufgefallen, aber... Also Sie haben einen Scheinwerfer kaputt. Ich wundere zwar, dass Sie bei dem Auto eine Alarmanlage haben, aber Respekt. Ja, hier muss man das sagen. Ist noch irgendwas. Hallo, ich bin gerade rumgegangen, ich habe nichts weiter entdeckt. So. So, und was haben Sie an dem Auto gemacht? Weil Sie sind ja gerade von dem Auto weggegangen, oder? Ich habe den Schaden gesehen und wollte auch direkt hochgehen. Auf die andere Straßenseite. Auf die andere Straßenseite. Ja, die Alarmanlage hat mich erschrocken und Sie hatten mich auch ein bisschen erschrocken. Deswegen bin ich dann erstmal rübergegangen, aber ich hätte das jetzt auch sofort dem Chris Bescheid gesagt, weil ich weiß, dass es sein Auto ist. Und warum humpeln Sie? Wollte ich immer noch wissen. Also weil wegen einer Sportverletzung. Okay. Hör auf zu reden! Du hast gerade ganz schön gut getanzt. Also, für eine Sportverletzung. Was? Hä? Das ist doch mein Auto. Ja, aber sieht man irgendwas an meinem Auto? Ja. Da ist doch gar nichts dran. Ich hab dir nicht mal... Darf ich mal schauen? Ganz ehrlich, wenn ich die wirklich berührt hätte, also dann könnte man das ja auch sehen. Das stimmt überhaupt nicht. Also an dem Auto ist auf der Höhe... Das würde auch gar nicht funktionieren. Von der Höhe her. Also, Sie waren das auf jeden Fall. Also das Auto hat damit nichts zu tun, weil es von der Höhe schon gar nicht passt. Da wäre ein ganz anderer Schaden, wenn Sie draufgefahren wäre. Brauchen Sie einen Arzt in Ihrem Fuß? Nee, das ist was soll denn da sein? Was klackert denn da? Zieh mal deinen Schuh aus. Komm, beweis doch deine Unschuld. Zieh mal deinen Schuh aus. Wenn du mich schon beschuldigst, zieh dich aus. Wahrscheinlich warst du das genauso wie du das da oben mit den Portemonnaies oder so. Also ich würde jetzt auch aber gerne mal Ihren Fuß sehen. Ich würde gerne mal Ihren Fuß sehen. Zeigen Sie mal Wenn das jetzt stimmt, dass du das warst, kannst du dir deinen WG-Platz sowas von abschminken? Das sowieso, Alter. Nicht nur, das ist doch der Schaden vom Auto. Das kann nicht sein, also wenn das stimmt, ne? Das ist ein Oh, interessant. Tat ein bisschen weh am Fuß, oder? Haben Sie sich geschnitten? Etwas. Warum sind das? Nee, das kann einfach nicht kosten. Das war so kann klar. Echt nicht wahr sein, Alter. Was bist du für ein Mensch? Die Polizisten vermuten, dass die junge Frau den Scheinwerfer kaputt getreten hat und konfrontieren sie mit ihrem Verdacht. Ja, ich war das mit dem Auto. Das war so klar. Ich wollte aber das in die Schuhe schieben. Das war so klar. Das mit dem Portemonnaie war ich auch. Weil ich habe einfach gemerkt, dass du einfach viel besser bei den Jungs angekommen bist. Und ich wollte das WG-Zimmer. Aber wieso mein Auto? Das ist doch krank. Ja, sorry, dein Auto war da. Das ist komplett krank, ne? Ohne Witz, du musst in die geschlossene vielleicht oder so. Ich wollte einfach nur das WG-Zimmer. Um das mal rechtlich einzuordnen. Jetzt rede ich. Um das mal rechtlich einzuordnen. Was sie hier gemacht haben, ist eine Sachbeschädigung. Was sie oben gemacht haben, da sind wir beim Vortäuschen von Straftaten, falsche Verdächtigung, ist auch eine Straftat. Brauchen Sie sich nicht mehr so zu äußern. Ich brauche auf jeden Fall meinen Ausweis. Genau, die Kollegin kriegt einmal einen Ausweis. Ist ja schön, wenn Sie ein WG-Zimmer haben möchten, aber auf dem Weg wird das nicht funktionieren. Ein WG-Zimmer zu bekommen. Die Studentin erhält eine Anzeige wegen Sachbeschädigung, Vortäuschens einer Straftat und falscher Verdächtigung.